Okay. Wir sind da. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Geschichte hier ausgeht. Ob hier alles in die Luft fliegt. Und wer von denen überhaupt überleben wird. Ich zieh mal wieder meinen schicken Anzug an. Passend zum Geschehen. Haben Sie die Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Habe ich wohl. Ich habe die Schubkontrollmodule gefunden. In der Tat. Das haben Sie. Und Sie scheinen in exzellentem Zustand zu sein. Die Raketen sind bereit, oder? Ja. Ich sage Jason, dass die lange Reise beginnen kann. Die lange Reise. Die Raketen sind eher eine sehr kurze. Die lange Reise kann beginnen. Viel Glück, würde ich sagen. Du hast doch nichts Böses getan, oder? Versammelt euch. Möge der Schöpfer mich leiten und mir helfen, die Wahrheit zu sprechen. Der allmächtige Schöpfer hat unsere Gebete erhört. Die Zeit ist für uns gekommen, die Raketen zu betreten und die lange Reise zu beginnen. Obwohl es so aussehen mag, dass alle Menschen uns verachten, hat der Schöpfer es für richtig befunden, uns etwas anderes zu lehren. Die Reise vor uns wird erst durch das Eingreifen zweier menschlicher Freunde möglich. Der eine neu, der andere schon lang ein treuer Gefährte. Unserem neuen Freund sagen wir Dank. Und versprechen nie zu vergessen, oh, bitte, kein Problem. Die unsere Reise vereiteln wollten. Chris hingegen schulden wir mehr als nur Dank. Chris, du hast die lange Reise Wirklichkeit werden lassen. Von nun an bist du für uns der Heilige der langen Reise. Niemals sollst du vergessen werden. Ich bitte dich, Chris, vergib uns. Gib uns deinen Segen und du sollst unseren erhalten. Suchende, betretet die Raketen und nehmt eure Plätze ein. Die lange Reise erwartet uns. Hab ich da gerade was Rotes gesehen? In die weite Ferne. Guten Abend. Hey. Da ist was Rotes. Guten Abend. Der da. Guten Abend. Ja, gute Nacht würde ich eher sagen. Stimmt, die haben uns auch so schon angegriffen, oder? Klar. Das sind ja gar nicht meine Freunde. Na, dann ist vielleicht besser, wenn das jetzt passiert, was ich denke, was passiert. Und? Ja. Wo ist eigentlich Chris? Hey. Müssen die denn nicht hochgehen, anstatt sich immer nur zu begrüßen? Auf der Aussichtsplattform die Startsequenz vervollständigen. Verstehe. hier war irgendwo. Oh, da ist es nicht. Dann ist es leider, glaube ich, ganz oben. Ja, weil Aussichtsplattformen sind nun mal gerne oben. Okay. Ich weiß nicht, welcher Weg kürzer ist. Ich glaube mittlerweile sind beide gleich lang. Ob ich jetzt hier durchgehe oder anderweitig. Hier kommen wir beim Davison wieder raus. Beim Mutantenanführer. Und seinem toten Brahmin-Freund, da liegt er noch.
Und ja, hier raus. Dann müssen wir, glaube ich, in den dritten Stock. Ja, mittlerweile bin ich ja ein bisschen rumgelaufen in dem Haus. Und so ein bisschen weiß ich, wo es lang geht. Also nee, wir müssen nicht in den dritten Stock, sondern wir müssen erstmal viel mehr zu der einen Metalltreppe da. Die hier. Und zu den Ghoul-Räumen und von dort aus irgendwie geht's dann dorthin. Also ich bin da noch nicht raus, aber ich habe gesehen, dass es da noch eine Tür gibt, die ich nicht betreten konnte. Und daher schätze ich mal, dass es die ist. Irgendwie noch weiter oben als hier. Okay, man kann ja auch nichts nehmen, ist alles Diebstahl. Leider. Okay, wo war jetzt die Tür? War das hier? Wir können ja mal gerade auf der Karte gucken, wo was Lokales ist. Nee. Mal so gar nicht. Ein Stockwerk höher vielleicht? Aha. Repcon Startplattform. Aber wo? Da doch nicht, oder? Wo ist denn das? So viele Räume gibt's hier oben doch gar nicht. Und da bin ich schon mal die Treppe runter. Das hat nicht weitergeführt. Weiter Terminal. Lagerraum, der nicht weiterführt. Bleibt eigentlich nur die Treppe dahin. Aber bevor ich jetzt hier runter gehe. Ja doch. Irgendwo da. Da. Okay, speichere ich nochmal gerade. Ja, es ist halt die Sache. Schnell speichern ist ja schön, aber wie gesagt, es ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass der Speicher dann nicht mehr geladen werden kann. Deswegen speichere ich jetzt auch sowieso sehr viel. Mache ich sowieso immer gerne, aber jetzt nochmal auf den normalen Saves immer, bevor irgendwas Wichtiges passiert. Startknopf. Navigationskontrolle. Was denn zuerst? Die Konsole scheint irgendwas mit der berechneten Route der Rakete zu tun zu haben. Aber sie haben nicht die geringste Ahnung, wie sie funktionieren. Konsole in Ruhe lassen. Es kommt gleich erst. Okay, gute lange Reise. Ach, das gehört auch dazu. Ich verstehe. Okay. Interessant. Die Raketen sehen ulkig aus, so fettbäuchig. Drei Stück gleich. Heilige Waldfee. Also einer hat einen ganz komischen Kurs genommen. Ich kann mich nicht bewegen. Die Gemeinschaft vergöttert, verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Flieger, grüß mir die Sonne. Tausende von EPs kommen geflogen, Stufenaufstieg. Und ich weiß immer noch nicht, was mit den Ghouls passiert ist.
Stufe 11 ist ungerade, da müssen wir nicht viel überlegen. Ja, also ich habe gesagt, Stufe ein paar Punkte, dann machen wir das mal auf 85. Tja. Alles andere ist natürlich auch irgendwie interessant. Soll ich mich jetzt auf etwas anderes, was Neues konzentrieren? Reparieren wäre zum Beispiel ganz gut, mal zu steigern. Komplett oder... Ja, schleichen wäre auch gut. Bring das mal auf 45. Und reparieren auf 25. Hm, ja, so machen wir das. Okay, Chris ist auch verschwunden. Und hier läuft Wagners Walkürenritt. Starten können wir nichts mehr. Bedienen können wir auch nichts mehr. Was nun? Okay, die Aufgaben sind fort. Mein. Meine Güte, ich würde gerne wissen, was hier passiert ist. Wo die überhaupt hin sind? Ich weiß noch nicht mal, wo die hin sind. Okay. Es ist immer noch Diebstahl, wenn ich jetzt hier alles mitnehme. Als Ersatz dafür, dass ich schon nicht mit denen handeln konnte oder sonst was. Na, wenigstens werde ich in Novak verkauft. Göttert. Muss man sich ja schon fast fremdschämen. Ne, ist noch alles rot. Also. Auch wenn sie jetzt auf dem Mond oder tot sind, ist das immer noch ihr Eigentum. Ich darf nicht mal den leeren Spind öffnen. So ist das Leben. Okay. Ist das jetzt der Ausgang oder ist das wieder... Ja. Tja, also Chris, ich weiß nicht. War da, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. War da noch irgendeine neutrale Person außer... Na, Chris ist vielleicht in Novak. Novak. Ich glaube nicht, dass er noch hier rumlungert. Das ist doch gut. Hier war ich ja noch gar nicht. Also auch wirklich das Einzige, wo ich noch nicht war. Ja, ich habe mich echt gewundert, wie schnell ich das hier dann doch alles... nein. Ja. Wie wenig das doch letzten Endes war, was ich tragen musste. Besuchspolitik, das haben wir auch noch nicht gelesen. Einer Repcon-Mitarbeiter von Steve Reynolds, Projektmanager. Hallo zusammen. Bitte beachten Sie, dass dies eine privat gesicherte Einrichtung ist. Familienmitglieder dürfen unter keinen Umständen über den Empfangsbereich hinaus. Sollten Sie Touristen in der Nähe der Einrichtung sehen, schicken Sie sie bitte ins Gebäude der Firmenleitung. Falls Sie innerhalb des Gebäudes nicht autorisierten Mitarbeitern begegnen, verständigen Sie bitte umgehend die Sicherheit. Sie wissen ja, nur Sie können Wirtschaftsspionage verhindern. Mhm. Na gut, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ja, gehen wir mal hier runter. Da geht's nicht weiter. Oh Gott, ich habe so viele Zündflammen schon hier rausgeholt aus dem ganzen Gebäude. Ich glaube an einer Stelle allein schon. Insgesamt glaube ich 14 oder sowas. Startplattform? Ah, Startplattform. Draußen Plattform. Okay, dann gehörte das auch die ganze Zeit zum Repcon-Gelände hier.
Das ist sehr interessant. Tja. Was knistert eigentlich hier die ganze Zeit? Stellt sich mal die Frage, was nun? Und außerdem stellt sich mir die Frage, werde ich jetzt da gleich drei abgestürzte Raketen finden irgendwo? Oder ist eine von denen ins Gebäude gekracht? Sieht alles noch relativ intakt aus hier. Keine abgestürzte Rakete zu sehen auf den ersten Blick. Und das war echt eine große Aufgabe hier, das alles fertig zu kriegen. Viel hin und her gelaufen. Dann noch der Keller mit dem Nachtvolk. Zweimal raus, also noch zwei Aufgaben, die man hier draußen erledigen musste. Gegen Geckos kämpfen und was weiß ich. Und hier waren immer neue Ghouls. Tja, ich sehe immer noch kein Raumschiff, das irgendwo abgestürzt ist. Tja, dann bleibt das alles ein Mysterium und im Dunkeln, wohin sie geflogen sind, was mit ihnen passiert ist. Oder sind sie jetzt irgendwie in den Dinosaurier gekracht in Novak? Das wäre natürlich blöd. In meine Wohnung am besten. Ach Gott, dann würde ich glaube ich neu laden und alle ermorden. Alle Ghouls. Nein. Was passiert? Also ich sehe immer noch keine Rakete, die hier abgestürzt ist. Aber eine ist ganz eindeutig tierisch getrudelt und blöder Leuchtkugel. Tja, sehr merkwürdig. Vielleicht haben es die anderen beiden ja geschafft. Aber ich habe so weit gefragt, wie ich konnte. Also ich glaube nicht, dass ich da... Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendeine Option nicht aktiviert bekommen, aber übersehen habe ich, glaube ich, keine. Was ist denn eigentlich da hinten? Ach ja, da waren wir auch schon mal in der Werkbank. Ja. Tja, 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 tja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Storyline eher abgeschlossen ist. Und falls wir irgendwo eine Rakete finden, später vielleicht in der Richtung oder so, dann ist das ein Gag, ein Bonus. Aber ja, es ist ja hier auch vorbei. Und tja, bisschen unbefriedigend, oder? Warum steht da immer zwei? Oh, ich sollte mal mein Outfit wieder wechseln. Sonnenbrille hat er aber angehalten unter dem Raumanzug da. Den Raumanzug können wir eigentlich auch wegpacken jetzt. Schließlich sind wir ja nicht mitgeflogen. Ja. Was kommt nun? Oh, ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, das ist genau das Richtige jetzt. Oh ja, absolut. Das hätte ich vielleicht sogar schon vorher machen können sein. Das ist das... Der Ort, wo sich immer die Linchen rumtreiben. Und das werde ich auf jeden Fall als nächstes machen. Und hier bin ich vergöttert. Ja. Nicht schlecht. Nein. Ich will doch nur hier raus. Dann unterbreche ich das Video hier. Und wünsche euch noch einen geruhsamen... Nein, euch einen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Und mir einen geruhsamen Schlaf. Bis dann.